Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Let's Play Mattika. Wir sind hier immer noch im Haus und wir haben in der letzten Folge dieses Rätsel, was da auf dem Tisch ist, gelöst und sind auch in diesen Raum hier reingekommen. Oder sind wir im Raum in der Folge davor reingekommen? Nee, letzte Folge sind wir in diesen Raum reingekommen. Und wir haben jetzt also hier die Zahl, die das Ding hier öffnet, aber wir sind dann noch nicht so wirklich weitergekommen. Wir haben hier zwei Räder. Aber wir haben das einzeln, wir haben ganz viel Verschiedenes probiert, das irgendwie nicht funktioniert. Also ich nehme an, dass im Nachbarraum so eine Steinmauer dann sich wenden sollte. Und ich denke, wir probieren jetzt einfach mal, ich meine, man hört ja immer, dass sich was tut, vielleicht mal an einem zweimal zu drehen und dann kommen wir zurück und drehen vielleicht am anderen zweimal oder dann machen wir mit dreimal weiter, ich habe keine Ahnung. Oder beide, ich weiß es nicht. Woher hätten wir diese Kombination denn bekommen sollen? Oh. Hallo, warum kommen wir da nicht rein? Ich weiß halt nicht, sonst hätte ich gerne irgendwie, ich weiß nicht, in Reset oder irgendwas. Ich weiß halt auch nicht, ob wir jetzt schon so viel da rumgedreht haben, dass wir irgendwie jetzt schon eine unmögliche Kombination und 100.000 Sachen da gemacht haben. Und manchmal geht die Uhr, aber das heißt nicht unbedingt, dass es offen ist, weil das war letzte Folge auch schon. Okay. Jetzt? Nee. Haben wir irgendwas, womit man das... Wir haben nichts, ne? Womit man das groß aufmachen könnte. Oder? Hm. Dann können wir vielleicht noch mal raus. Wenn wir nochmal aus dem Fenster rausgehen, resettet sich das dann. Können wir dann nochmal probieren. Da kamen wir gerade her. Ach Leute, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Was hatten wir hier? 16,7. Guck, das war nett. Das geht einfach auf. Ohne, dass man an Zeug drehen muss. Ich glaube, einzeln haben wir das jeweils auch, weil wir waren ja auch nochmal raus. Meine ich, hätten wir probiert, aber... Ne. Oder können wir hier irgendwas anderes machen? Weil ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich durch diese Tür durch. Das Bild geht da auch nicht auf, ne? Wir können ja auch an keinem irgendwie Kerzenhalter ziehen oder so. Hm. Fenstern können wir nichts machen, bei dem Bild passiert nichts. Also ich wage zu behaupten, ich hänge fest. Ach ja.
Ja, dann gucke ich hier noch so ein bisschen rum, ob sich hier noch irgendwas tut. Ich brauche das ja nicht aufnehmen, wie ich jetzt irgendwie jedes Mal irgendwelche Rädchen drehe und da passiert gar nichts. Und dann melde ich mich bei euch zurück, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt. Und dann probieren wir das mal so. Leute, es ging auf. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe da einfach so lange rumgedrückt, bis es ging. Ich war jetzt irgendwie schon. Also ich habe aufgenommen, aber ich habe halt nicht kommentiert. Also ich war jetzt irgendwie schon 10 Minuten nur am Drehrad drücken. Oh, bin ich froh, dass es aufgegangen ist. Ich habe mich schon gesehen, dass das irgendwie ein defekter Spielstand ist oder so. Und ich dann irgendwie das ganze Zeug nochmal machen muss für euch. Okay. Wir sind in einer Art Bibliothek. Tetraeder, Oktraeder, Hexaeder. Muss man sagen, wie viele Ecken es jeweils hat, oder ich. Ach komm, wir gehen mal in den Wissensbereich. Geometrie nehme ich mal an, müssen wir machen. Das hier. Ein gleichseitiges Dreieck besteht selbstverständlich aus drei gleich langen Geraden. Aus vier gleich langen Geraden kann man ein Quadrat konstruieren. Hat man fünf Geraden zur Verfügung, lässt sich daraus ein regelmäßiges Fünfeck erzeugen. Regelmäßig bedeutet hierbei, dass alle Innenwinkel gleich groß sind. Wenn man die Anzahl der Geraden weiter erhöht, so kann man regelmäßige Vielecke mit beliebiger Eckenzahl konstruieren und nähert sich dadurch der Kreisform an. Dieses Verfahren wurde übrigens von Archimedes verwendet, um die Kreiszahl Pi zu berechnen. Das wusste ich gar nicht. Aus diesen regelmäßigen Vielecken lassen sich auch geschlossene Körper herstellen. Vier gleichseitige Dreiecke lassen sich zu einem sogenannten Tetraeder zusammenfügen, der einer Pyramide ähnelt, jedoch eine dreieckige und keine quadratische Grundfläche hat. Seinen Namen hat der Tetraeder aus dem Griechischen. Tetra bedeutet vier und bezeichnet die Anzahl der Flächen. Vier Flächen also, der Tetraeder. Sechs Quadrate ergeben den wohl bekanntesten Körper, den Würfel, der auch als Hexaeder bezeichnet wird. Der Hexaeder hat seinen Namen ebenfalls aus dem Griechischen. Hexa bedeutet sechs und steht auch hier für die Anzahl der Flächen. Ist notiert. Aus zwölf regelmäßigen Fünfecken kann man den sogenannten Dodekaeder zusammenbauen. Dodeka bedeutet natürlich zwölf. Dodekaeder. Das müsste ich erstmal schreiben lernen, bevor ich sowas rechnen würde. Okay. Da es beliebig viele regelmäßige Vielecke gibt, könnte man glauben, dass man auch beliebig viele entsprechende Körper herstellen kann. Das ist jedoch nicht der Fall. Man scheitert bereits am Sechseck. Legt man gleichseitige Sechsecke aneinander und versucht, diese zu einem Körper zu formen, stellt man fest, dass zwischen den Flächen Lücken entstehen. Egal wie wir die Sechsecke gegeneinander abwinkeln wollen, es passt einfach nicht. Man kann sogar zeigen, dass aus aneinandergefügten regelmäßigen Sechsecken zwangsläufig eine Ebene entsteht. Der Mathematiker bezeichnet dies auch als Parkettierung. Parkettierung. Mal eine Ebene wahrscheinlich. Ach ja. Erstaunlicherweise existieren sogar nur fünf dieser aus regelmäßigen Vielecken bestehenden regulären Körper. Der Beweis, dass nur fünf dieser göttlichen Körper existieren, wird dem Griechen Theaetetos 415 vor Christus bis 370 vor Christus zugeschrieben. Er war ein Schüler Platons. Zu dessen Gedenken die regulären Körper auch als platonische Körper bezeichnet werden. Er entdeckte die beiden anderen platonischen Körper, die beide aus gleichseitigen Dreiecken bestehen. Acht davon ergeben das Oktaeder, aus 20 lässt sich das Ikosaeder zusammensetzen.
dass sie ihren Zeug dann direkt göttliche Körper nennen müssen. Das ist ja auch sehr bescheiden. Okay, da sieht man die Animation. Jeder dieser platonischen Körper hat die gleichen Eigenschaften. Erstens, er ist natürlich aus regelmäßigen Vielecken des gleichen Typs zusammengesetzt. Zweitens, er hat weder herausragende Spitzen noch Dellen und er wird auch als konvexer Körper oder Eikörper bezeichnet. Drittens, an jeder Ecke stoßen sowohl gleich viele Kanten als auch Flächen zusammen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt alle zusammen haben, ob wir das jetzt einlegen. Ja. Tetraeder waren 4. Oktaeder waren 8. Das hätte ich mir sogar so fast gedacht. Ikosaeder waren 20. 20. Hexaeder waren 6. Dodekaeder waren 12. Okay. Was ist das? Irgendwie eine Schriftrolle oder merkwürdige Taschenlampe? Da haben wir irgendwie wie Knöpfe oder so. Ah, da haben wir noch eine Tür. Sind wir durch die Tür reingekommen? Ah, da ist direkt auch Mauer. Okay. Da geht es nirgendwo wirklich richtig weiter, weil da ist ja der Flur. Da sind wir jetzt auch schon genug rumgeirrt. Können wir damit denn irgendwas machen? Oder war das ein Stück vom Buch, was wir bekommen haben? Kann man das da drauf? Das war ein Buchrücken, den wir bekommen haben. Oh! Och nö! Es geht von vorne los. Das 100 Mal probieren. Es hat geklappt. Ja, habt ihr das gesehen? Ich hab da nur ein... Das ging direkt. Oh mein Gott. Streicht den Tag im Kalender an. Puh. Guck, die haben direkt mitgefeiert, dass das geklappt hat. Oh, guck mal, da liegt ein Kopf. Wie nett. Ah ja, da kamen wir her. Mhm. Nett. Können wir hier nichts irgendwie... Ah, wir können den Globus drehen. Macht das irgendwas? Ich weiß ja nicht. Ich will hier auch irgendwann mal die liebe Mattika finden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt... Da draußen ist irgendwie der... Ich glaube, wir sind in dem... Nach oben? Sollte das etwa ein Tetraeder gewesen sein, der da an der Lampe hing? Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass der Raum so gar keine Funktion hat. Aber war das die einzige Funktion? Ist hier noch irgendwas im Bücherregal? Hallo? Nein? Dann hoffe ich mal, dass wir hier wieder reinkommen, wenn wir jetzt rausgehen, aber sonst... Oh, wir sind weit oben. Können wir hier irgendwo rein? Ja, da können wir, glaube ich, rein, ne? Ich will aber noch bis da hinten hin und da weiter gucken.
können wir auch rein. Zwei Fenster, wo wir rein können. Dann glaube ich, wir gehen einfach so, wie es von dem chronologischen Weg her sinnvoll wäre und gehen jetzt hier mal als erstes dran. Was ist das denn? Haben wir dafür einen Schlüssel? Nö. Muss da etwa ein Tetraeder oben drauf? Nö. Können wir es kaputt kegeln? Moment, ich habe den Ball gesucht. Nö. Könnte es gar sein, dass wir hier gerade gar nichts mitmachen können. Das wäre aber enttäuschend. Oder muss man es da oben aufschließen? Nee. Gut, ihr Süßen. Dann waren das für mich genug Tetraeder für heute. Und vor allem genug Rädchen, an denen man drehen muss. Ach herrje. Dann beende ich die Folge hier. Ich hoffe, wir finden bald mal Matika. Das Let's Play hat jetzt schon deutlich länger gedauert als Biolab. Ich weiß nicht, ob ich einfach an Mathe schlechter bin und deshalb hier länger brauche oder ob das Spiel an sich länger angelegt ist. Jedenfalls, Biolab haben wir damals ja nur 10 Folgen gespielt. Jetzt sind wir hier schon am Ende von Folge 14. Und ich will jetzt Matika langsamer finden. Ich habe nicht mehr so wirklich Bock, irgendwie weitere Rädchen in diesem Haus zu drehen. Und ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich beende die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!